1,5 Kilo Rinderhackfleisch. Für 12 Bettis schön aufgeteilt. Richtig geile Burger. Die muss ich noch pressen. Ja, aber warum ich das heute mache, das Eigentliche. Da gibt es hier bei mir hinter dem Wald ein kleines Dorf. In dem Jahr habe ich fast 20 Jahre gelebt. Von dort stammt meine Mutter. Die lebt da dort noch. Und da gibt es eine kleine Dorfbäckerei. Und die bietet jetzt immer Burgerbuns an. Burgerbrötchen. Richtig frisch, schön fluffig. Ja, die muss man vorbestellen. Haben sie ein großes Schild draußen vor der Bäckerei. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe mir 12 Stück bestellt bei der Bäckerei, Landbäckerei Creme. 12 Buns, ja, Burgerbrötchen. Sesam oben drauf, ja. Und richtig, richtig gut. Und da ich heute Besuch kriege, habe ich gedacht, ist das der ideale Test. Also frisch gekaufte Burger Buns vom Bäcker, von der Bäckerei Creme. Und die Bettis, die mache ich noch dazu. Die Hackfleischklößler. Dann habe ich auch ein rote Zwiebeln geschnitten, auch ein Tomaten geschnitten, auch ein Dillgurken geschnitten. Da ist frischer Salat, Blattsalat. Cheddar-Käse habe ich da, zwei Bäckler. Ja. Und dann, ja, dann stelle ich halt einfach ein paar Barbecue-Soßen dazu. Senf, Ketchup, Mayo noch ein wenig von mir aus. Ja. Und dann kann jeder drauf tun, was er will. Ob er es mit Gurken will oder mit Tomaten will oder. Wir machen nachher den Test. Also ich mache für euch einen Burger extra. Den Burger, den grillen wir zuerst, bevor der Besuch überhaupt das Zeug da kriegt. Und wir probieren heute das frische Burger-Bun vor der Bäckerei. Und ja, ich zeige euch das. Ich wünsche euch viel Spaß und hallo bei Holgers Grillen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt das Mangel an Respekt. Ich will verstehen, mein Verhalten. Als Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. Und aus Neuensee, da wo ich die Brötler her habe, ja. Ja, ich habe jetzt da alles vorbereitet, wie ihr seht. Da hinten sind die Burger, Zwiebeln, Tomaten, bla bla bla, Käse, alles da, Gurken, Hand zum Kamin wird vorbereitet. Ja, da haben wir immer, abends, wenn wir ein paar Bier getrunken haben, haben wir immer schöne Lieder gesungen in Neuensee. Und von Neuensee gibt es natürlich auch ein Lied, und das eine hat, das heißt so, sonniges Neuensee, da bin ich daheim, da ist meine Heimat und da tauschen ich mit kann. Und so weiter und so weiter. Ja, wenn ich jetzt ein paar getrunken hätte, dann würde ich euch das ganze Lied vorsingen. Aber ja, so weit bin ich noch nicht jetzt am Nachmittag, ja. Also, ich kriege ja heute noch Besuch. Ich mache jetzt den Burger zum Probieren für euch, für mich. Und dann später mache ich dann den Rest für meine Gäste, okay. Das Grillen vom Burger, dazu noch von einzelnen, das geht natürlich rucki zucki, ja. Ihr seht schon, der liegt schon drauf. Und die anderen, die kommen natürlich viel, viel später dazu. Und in Neuensee, in dem Dorf, wo ich die Brötchen gekauft habe, da ist jedes Jahr das Rockin' Wild Festival. Ja. Und da bin ich heuer zum ersten Mal mit einem Grillteam vor Ort. Dort machen wir dann Pulled Beef und Pulled Pork mit diesen Brötchen von der Bäckerei, von der Landbäckerei Creme. Und ja, ich teste die quasi heute mit einem Burger und dann schauen wir mal, wie die schmecken. Ja. Dann drehen wir ihn einmal rum. Zack. Und jetzt mache ich das so. Ich lege jetzt da gleich eine Scheibe Cheddar oben drüber. Ja. So. Auf den Cheddar kommt jetzt die Tomate. Ich nehme da jetzt zwei Scheiben Tomaten. Dann kommen die rote Zwiebel. So, und dann noch die Dillgurkenscheiben. Und wenn jetzt dann alles schön oben drauf ist, ja, dann nehme ich noch eine Scheibe Cheddar und lege das da oben drauf. Und dann machen wir schnell den Deckel zu und das Ganze kurz überbacken. Das geht eine Minute, eineinhalb Minuten, dann ist das schon fertig. Schauen wir mal noch. Wow! So, schnell das Brötchen noch drauf. Hervorragend. Sehr gut.
Seht ihr das? Sieht man, ne? Gut. Dann nehmen wir das Brötchen wieder runter. Boah. Ja. Tun auf dem Brötchen. Aber in Barbecue-Sauce oder was man halt will, Ketchup oder. So. Legen wir drauf ein bisschen Salat. So schaut es aus, Salat. Oben drauf auch noch. So. Schön Barbecue-Sauce. Und dann heben wir uns den Burger. Ich glaube, da brauche ich jetzt Handschuhe. So. Jetzt mal den da oben drauf. Wow. So. Ist das nicht geil? Hohoho. Das ist geil. So. So einfach und so schnell macht man einen richtig geilen Burger. Und dann drauf damit. Ja, schaut's mal. Wow. Hä? Schaut's denn nicht gut aus? Nun ja, dann schauen wir mal, wie die Brötler schmecken. Hä? Sehr gut. Knusprig, fluffig, lecker. Echt lecker. Komm, meine Grillfreunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Holgers Grill. Bis dorthin macht's gut. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss, Servus, euer Holger.